think it's set. The green flag drop. So, make some horror game videos. Ui, was für ein Über. Red Bull konnte letzte Saison beide Titel gewinnen, den Konstrukteurstitel sowie den Fahrertitel. Aber leider war durch Fahrertausch auch eine gewisse Unruhe im Team. Die Testfahrten bei Red Bull wurden mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Die Zeiten waren okay, aber die Zuverlässigkeit war top und man hat die meisten Runden absolviert. Blizzards WM 16. wurde von Toro Rosso befördert. Die beste Position, die er letztes Jahr geholt hat, war Platz 4 in Bahrain. Knox, der Teamkollege von Blizzards letzte Saison, bleibt auch dein Teamkollege. Er wurde WM 8. und hat einen Sieg in Brasilien gefeiert. Das Ziel ist es, für die beiden Fahrer nach einer Eingewöhnung um Siege zu kämpfen und vielleicht einen Titel zu verteidigen. Ferrari scheiterte letzte Saison knapp am Konstrukteurstitel sowie den Fahrertitel, aber trotzdem wurde man in beiden Sachen Zweiter, womit man es ein bisschen entschädigen konnte. Die Testfahrten waren sehr zufrieden, die Zuverlässigkeit war auch hervorragend und man sieht mit guten Blicken in die Saison. ORC Duffy WM 7. wurde von Alfa Romeo sauber zu Ferrari befördert. Sein bestes Ergebnis waren zwei zweite Plätze, einmal in Österreich, einmal in Mexiko. Mampe wurde WM 15. und kommt ebenfalls von Sauber. Dreimal konnte er Platz 5 für sich verbuchen. Das Ziel ist es, für Ferrari weiter um Siege zu kämpfen und sehr viele Podestplätze zu holen. Einen starken Anfang in die Saison letztes Mal hatte Williams. Die Zuverlässigkeitsprobleme aber zum Ende der Saison warfen das Team auf Platz 3 der Konstrukteurswertung zurück. Bei den Testfahrten gab es kleine Probleme, aber man war ganz zufrieden. Man war aber kein Dauerläufer, weil man oft in der Box stand, weil die Zuverlässigkeit nicht in Ordnung war. Don Bulla, WM 28. der B-Liga, möchte angreifen. Durch das hohe Niveau in der B-Liga war ein 8. Platz das beste Ergebnis, was Don Bulla holen konnte. Basti Haas bekommt seine Chance. Er will viel von seinem Teamkollegen lernen und ihn vielleicht am Ende der Saison überflügeln. Das Ziel ist es, wieder Zuverlässigkeit zu bekommen und Punkte am laufenden Band zu holen, damit man, wenn es geht, ein Platz oder vielleicht zwei Plätze besser dasteht. Renault hatte letzte Saison einen schlechten Saisonstart. Das Auto hat sich so stark verbessert, dass man am Ende der Saison ein Siegkandidat war. Sehr solide Testrunden mit meistens im selben Niveau und gleichzeitig eine super Zuverlässigkeit lassen Renault gut auf die Saison blicken. Snapcra 800 WM 823. hofft vom Team mehr als von Haas. Sein bestes Ergebnis war letzte Saison ein 7. Platz in Australien. Nielsen kommt aus der Jugendabteilung von Renault. Erfahrung aus den unteren Serien hat er bekommen und möchte diese gerne auch hier zeigen. Das Ziel ist es, den Schwung der letzten Saison mitzunehmen, um Podestkämpfe zu führen oder vielleicht sogar Siege zu holen. Racing Point Force India war ein reines Mittelfeldteam. Man hatte Ergebnisse, die weit vorne waren, aber auch manche, die weit hinten waren. Zufriedene Testfahrten sehen leider anders aus. Das Aerodynamikpaket war nicht sehr gut.
Aber wenn man eine Zeit zustande bekommen hat, waren die relativ gut. Husky 2 1-2-3 ist WM21. Letzte Saison geworden und möchte öfter ins Ziel kommen. Das Highlight war sein dritter Platz in Australien. Cromerio wurde WM30. Aber er hat starken Druck von Red Bull bekommen. Kein Punkt gelang ihm. Das soll sich aber die Saison ändern. Das Ziel ist es von Racing Point, die Lücke zu den Top-Teams zu schließen und selber ein Top-Team zu werden. Eine erfreuliche Saison hatte Alfa Romeo Sauber. Die Zuverlässigkeitsprobleme am Anfang der Saison ließen aber leider nicht mehr zu. Ein gut ausbalanciertes Auto hilft den beiden Fahrern, die mit dem Auto tun können, was sie wollen. Zuverlässigkeitsprobleme, das gab es diesmal keine mehr. F1 ERC Base WM13. Mischte mit dem Team weiter nach vorne kommen. Dauerläufer in den Punkten war er letztes Jahr. Fünfter Platz war sein bestes Ergebnis in Kanada. MSFL Schumacher hielt es bei Mercedes nicht mehr aus und er flüchtete zu Sauber. Drei aufeinanderfolgende sechste Plätze waren fahrerisch super von ihm. Das Ziel ist es, weiter in der WM voranzuschreiten, um wie früher einmal unter die Top 4 zu kommen. Für Toro Rosso war es eine Saison mit Auf und Abs. Podestplätze und ein Sieg waren eine Überraschung. Aber meistens war man gut im Mittelfeld unterwegs. Das neu entwickelte Aerodynamikpaket funktioniert gut. Es gab keine großen Probleme in Sachen Zuverlässigkeit, worauf sich aufbauen lässt. Moki 76 WM 12. hat eine der schwachsten Saison bei Force India. Ein Highlight war ein dritter Platz in Monaco. Nest Evil 02 WM 2. der D-Liga möchte die Liga aufmischen. Seine besten Ergebnisse waren 3 Siege und viele Podestplätze in der D-Liga. Das Ziel ist es, mehr Power von Honda zu bekommen, um weiter vorne anzugreifen, um vielleicht öfter einen Sieg zu feiern. Einen starken Anfang in die Saison hatte Haas. Der Fahrerwechsel mitten zur Saison brachte Unruhe ins Team. Darunter leideten leider die Ergebnisse. Sehr zufriedene Testfahrten, was die Zeiten betrifft, hatte Haas. An der Zuverlässigkeit muss man aber leider noch was machen. Da hatte man ein bisschen Probleme. Spesi, WM11. War, wenn er mit McLaren durchkam, sehr weit vorne. Es reicht aber nicht fürs Podest. Zweimal Platz 4 war sein bestes Ergebnis. Nils Druide, WM18. War meistens im Mittelfeld unterwegs. Platz 5 in Deutschland war sein bestes Saisonergebnis, worauf er sehr stolz ist. Das Ziel ist es, mit der guten Fahrerpaarung weiter nach vorn zu kommen und vielleicht mal endlich einen Podestplatz zu holen. McLaren hat eine enttäuschende Saison. Der Renault-Motor im Heck war nicht konkurrenzfähig für das Team. Alle anderen Renault-Teams kamen damit besser klar. Der neue Motor bringt mehr Leistung, was man direkt sieht. Aber die Zuverlässigkeit lässt leider noch zu wünschen übrig. Big Surprise greift nach einem Jahr Pause wieder ins Lenkrad. Seine Erfahrung könnte helfen, das Team wieder nach vorne zu führen. Poppy 123 wurde vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördert. Kleine Erfahrungen sammelte er letzte Saison bei ein paar Rennen, auch Punkte holen konnte. Das Ziel ist es, für McLaren Punkte am laufenden Band zu holen, um endlich wieder die letzten Jahre vergessen zu machen. Für Mercedes war die letzte Saison sehr enttäuschend, bis auf ein paar Ausnahmen.
Fahrerwechsel und Motorprobleme waren der Grund, warum man weit hinten im Feld landete. Die Testfahrten waren besonders gut. Man war wieder vorne mit dabei. Zuverlässigkeitsprobleme gab es weniger und man ist auf dem richtigen Weg. Heim Greatness bekommt vom Team das Vertrauen. Er zeigte, was er drauf hat bei kleinen Einsätzen letzte Saison. Steffen King 2014 möchte dem Team helfen, wieder vorne anzugreifen. Sein bestes Rennen war der überraschende Sieg in Bahrain letzte Saison. Ziel ist es, für das Team direkt wieder um Podestplätze zu kämpfen und Siege wieder auf der Tagesordnung zu schreiben.